Und damit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zurück im Train Simulator Classic hier auf der Pegnitztalbahn. Und wir haben uns kurios verbremst. Erst haben wir vergessen, den Bremsschlüssel aufzuschalten. Und dann wundere ich mich, warum ich die Geschwindigkeit nicht reduzieren konnte. Jetzt haben wir uns hier in Neuhaus an der Pegnitz auch noch verbremst. Also, und wir haben beschlossen, dass wir die Fahrgäste, die jetzt hier aus dem ersten Zugteil nicht aussteigen können, der steht ja nicht am Bahnsteig, dass die jetzt kostenlos mitfahren dürfen und wir auch im Zug Bescheid sagen, im nächsten Zug, der dann zurückfährt, dass die da auch kostenlos natürlich selbstverständlich wieder zurückkommen. So, wir verlassen jetzt also die Station Neuhaus an der Pegnitz. Nächste Station ist dann Pegnitz, wo wir auch einen Systemhalt durchführen werden. So, lassen wir unseren Zug hier mal durchsausen. Wir dürfen bis auf 90 Stundenkilometer beschleunigen. Wir fahren als vierteilige Variante, wie gesagt, ein relativ seltenes Bild bei diesem Fahrzeug. Vier Teile, also das kommt sicherlich vor, ist aber wirklich, soweit ich weiß, sehr, sehr selten. Und jetzt sind wir aber gleich mal auf Geschwindigkeit, jetzt können wir gleich sogar weiter auf die 100 beschleunigen. Das war ein bisschen zu früh jetzt hier. So, jetzt geht es erstmal gleich auf die 100, davon kommt dann 110 und es sind sage und schreibe noch gute 16 Kilometer bis Pegnitz, das habe ich gar nicht mehr so weit in Erinnerung gehabt und ich glaube, dass hier so ziemlich kaum Zwischenhalte sind. Ich glaube, das sind so Halte, wo wirklich nur noch der Regionalexpress hält. Wie gesagt, die Regionalbahn, die fährt wohl nur bis nach Neuhaus von Nürnberg aus gesehen und im Norden gibt es, glaube ich, aber Achilles fährt, glaube ich, auch nicht. Das sind wirklich hier nur noch Stationen, wo eben entsprechend der, ja. So. So, dann halt mal die Leistung, falls du das hinkriegst, Zug. Aber es könnte gar nicht klappen, weil wir ja gar keine Leistung aufgeschalten haben. So. Ja, also, wie gesagt, wir sind in Nordbayern unterwegs. Falls ihr das erste Video dazu nicht gesehen habt, es gibt hier, der Zug hat zwar die Neigetechnik in dem Sinne, dass er sich hier in die Kurven legen kann, aber wir haben hier keine Neigetechnik-Geschwindigkeit. Wie gesagt, der Start ist ein bisschen holprig verlaufen, aber diesmal hatten wir keine Zwangsbremsung sogar. Wie gesagt, wenn ihr hier startet, vergesst nicht den Bremsschlüssel auch aufzusperren, damit sich der Bremsdruck auflädt, sonst könnt ihr nämlich mit dem Zug nicht bremsen. Dadurch haben wir uns ein paar Minuspunkte eingefangen. Ja, und wie gesagt, uns kurios in Neuhaus an der Pegnitz eben verbremst. Ja, wann sollen wir eigentlich dort sein? 10.18 Uhr. Das ist zeitlich auch aktuellem Stand auf jeden Fall machbar. Ja. So. Höchstgeschwindigkeit des Zuges im Übrigen 160 Stundenkilometer. Glaube ich, fahren wir aber hier nicht aus. Wir fahren ja maximal 140 und das auch nur im südlichen Bereich. Wie gesagt, ich kann mich jetzt nur so ein bisschen an die Geschwindigkeiten erinnern. Und die waren im Süden von Nürnberg relativ hoch. Die waren, glaube ich, auch im Nordabschnitt zwischen Hof und Marktredwitz konnte man damals noch mit Neigetechnik 160 fahren. Aber so, ich glaube, hinter Marktredwitz nochmal, aber ich glaube, hier zwischen Bayreuth und Nürnberg meine ich nicht mehr, wenn ich es so richtig in Erinnerung habe. Ich weiß auch nicht, was sich da im Vorbild eben entsprechend geändert hat. Aber man sieht ja trotzdem, wie herrlich der Zug sich hier in die Kurve legt. So, mal schön an uns vorbeisausen. Unseren Regionalexpress, der RE38 und der RE31. Der RE31 ist hinten, die letzten beiden Zugteile, die wie gesagt an der nächsten Station dann abgekuppelt werden und dann kurz nach uns im Blockabstand wahrscheinlich in Richtung Hof starten werden. Wir werden ja dann die Hauptstrecke verlassen und dann über Schnappelweid und Kreußen bis nach Bayreuth reinfahren. Wie gesagt, die Fahrzeiten auch hier im Spiel, die sind eben auf Fahrten ohne Neigetechnik eben auch angelegt. Denn mit Neigetechnik wäre man so rund 10 bis 15 Minuten schneller am Ziel. Wie gesagt, finde ich persönlich jetzt nicht schlimm, dass es keine Neigetechnik-Geschwindigkeiten gibt. Ist ja auch, glaube ich, so ganz gut dargestellt, dass der Zug sich hier in die Kurve legt. So, 9 Kilometer sind es noch bis nach Pegnitz. Da haben wir
gleich die Zwischengeschwindigkeit von unter 10 wieder erreicht. Also geht's gemächlich durch das Fränkische, durch Oberfranken müsste das doch sein. Das ist Mittelfranken. Ja, wie gesagt, finde ich, wie gesagt, für Dieselfans, es gibt ja für den Train Simulator Classic, da gibt es ja ganz viele Diesel-Loks in Form von DLCs, die ihr euch dazu holen könnt. Ganz viele beliebte Diesel-Loks, die man sich hier für das Spiel holen kann. Und da gibt es halt dann doch schon die Möglichkeit, selbst wenn man sagen möchte, man stellt den Betrieb jetzt mal von vor 20 Jahren her, da waren ja teilweise sogar noch Eurocity-Züge hier zwischen Nürnberg und Marktredwitz unterwegs, mit der Ludmilla bespannt. Also wie gesagt, für Dieselfreunde, den kann ich diese Strecke auf jeden Fall empfehlen. Ist halt mal wirklich ein bisschen was anderes. Und es sind halt eben gleich mehrere passende Fahrzeuge dabei. Und sogar, ich würde mal fast schon sagen, als Bonus, da ist ja noch dieser ICET dabei. Der Diesel-ICE, da gibt es ja, glaube ich, wenn überhaupt nur noch ein Exemplar, was in Deutschland unterwegs ist. Der Rest ist ja abgestellt. Und der ist ja mal früher hier gefahren und da kann man sogar so eine Testfahrt hier im Szenario machen. Es gibt mittlerweile übrigens auch das erste Aufgabenpaket zu dieser Strecke von Join Together Games. Da gibt es 4 neue Aufgaben, die hier zwischen Nürnberg und Bayreuth spielen. Es gibt, glaube ich, habe ich jetzt auf Facebook gelesen, auch noch eine kostenlose Aufgabe, die wohl seit letztem Wochenende erhältlich ist. Müsst ihr mal schauen. Ja. So. Na komm, mein Guter, ein bisschen aufschalten musst du jetzt schon hier. Na, das sieht schon besser aus. So. Aber ihr seht, wir fahren viel durch den Wald. Wirklich viel durch den Wald. Finde ich natürlich eine sehr, sehr... Ich muss immer erst die 8 drücken, um sich hier zu befreien. Boah, ich finde es toll. Also ich persönlich finde das richtig toll, dass Entwickler Dovetail Games auch weiter noch am Train Simulator Classic festhält. Wenn auch nicht mehr so in dem großen Umfang, wie das vor Train Sim World war. Aber es ist auf jeden Fall... Das Spiel hat noch eine Zukunft. Es ist seit knapp einem Jahr wieder mal eine deutsche Strecke von diesem Entwickler veröffentlicht worden. Und nach dieser Strecke, wie gesagt, sind auch einige Fahrzeuge noch veröffentlicht worden. Es kam jetzt auch noch so eine Erweiterung für eine schottische Strecke raus. Und es gab ja vor Weihnachten 2022, also vergangenes Jahr, da gab es ja noch mal eine Mitteilung, was nun aus dem Train Simulator Classic werden könnte. Man strebt zum Beispiel an, dass dieses Spiel eben auch insofern ein Update oder Upgrade bekommen soll, wenn es technisch möglich ist, dass beispielsweise der DirectX 12 unterstützt wird, also ein Grafikbeschleuniger, den ja die aktuellen PC-Systeme haben. Dass beispielsweise die Kapazitäten von neueren PC-Systemen auch unterstützt werden können, denn das Spiel wurde ja, die erste Version stammt ja noch aus den frühen 2000er Jahren, also noch vor 2010. Das, die erste Version ist, glaube ich, 2009 veröffentlicht worden. Und 2010 die erste Steam-Version. Seitdem gab es halt immer sehr viele interessante Updates. Beispielsweise sowas wie eine 64-Bit-Version, das kam ja immer alles kostenlos. Und genauso könnte es ja auch mit den neuen Sachen sein, die man dort so plant. Und wo ich persönlich sehr hoffe, dass die auch wirklich so umgesetzt werden. Diese technischen Updates, die gibt es immer kostenlos. Das ist nicht so, dass ihr euch dann ein komplett neues Spiel kaufen müsst, sondern technisch wird das Spiel schon seit mehr als 10 Jahren immer kostenlose Updates bekommen. Lediglich die Bündel. Also die Bündel sind ja jedes Jahr aber unterschiedlich gewesen. Loks und mitgelieferte Strecken. Wenn man daran Interesse hat, dann muss man sich das natürlich kaufen. Aber das rein technische Update ist immer kostenlos gewesen. Also das ist halt ein Riesenvorteil an diesem Spiel. Es gibt auch eine riesige Anzahl von DLCs für den Train Simulator Classic. Also im aktuellen Basispaket des Spiels ist die deutsche Strecke Dresden-Leipzig dabei. Dann die englische Strecke London-Birmingham. Und der amerikanische Tachapi oder Tachapi Pass. Und ja, das ist so der Umfang, der dort aktuell mit drin ist. Es gibt da, glaube ich, noch verschiedene regionale Versionen, deutsche Versionen, wo, glaube ich, noch eine deutsche Strecke mehr mit drin ist. Also da ist richtig, richtig viel mit drin. Da müsst ihr einfach mal schauen, wenn euch das Spiel interessiert. Und es gibt wirklich eine
Anzahl, eine riesige Anzahl von DLCs. Glaube, wenn man sich alle DLCs auf Steam kaufen würde, da liegt ja fast so viel Geld hin wie für einen Kleinwagen. Und dann sind die DLCs außerhalb von Steam auch noch gar nicht einberechnet. Da gibt es ja auch viele Entwickler. 3D-Zug beispielsweise ist ein ganz bekannter Entwickler im Aufgaben- und Fahrzeugbereich. ZugSim-Fan, die hat zu fast jeder deutschen Strecke Aufgabenpakete liefern. Ich glaube sogar zu jeder deutschen Strecke. Dann aber auch Virtual Tracks, die eine fast perfekte Umsetzung von Strecken liefern. Sei es die Berlin-Strecken, die es da gibt, oder sei es die Berlin-Strecken oder eben Münster-Bremen, also wo man wirklich auf einen fast vorbildgerechten Umbau sehr viel Wert legt. So, und jetzt fahren wir mit dem ersten Zug, der schon wieder leicht über das Bahnsteigende hinaus. Aber der Bahnsteig war, ich fand ihn jetzt hier auch sehr anspruchsvoll. So, dann schauen wir mal. Fahrgäste steigen ein und aus. Ja, also bis hierhin wäre der Bereich gewesen, also ein bisschen Spielraum haben wir hier schon noch. Alle Fahrgäste steigen also aus. Zugzielanzeigen, die funktionieren hier nicht. So, also Fahrgäste steigen ein und aus. Ich hatte hier gerade ziemlich technische Probleme. Wenn Windows der Meinung ist, es rastet hier irgendeine Taste ein, dann spielt sie auch so ein bisschen verrückt. Deswegen war ich ja gerade auch ein kleiner Cut drin. Sorry an dieser Stelle dafür. So, also Fahrgäste, naja, diesmal können sie aus jedem Zugteil aussteigen. Und da kam auch schon der Gegenzug, mit dem die Fahrgäste, die in Neuhaus im ersten Zugteil nicht aussteigen konnten, jetzt hier wieder zurückfahren. Wieso hatten die eigentlich auf... Was hatten die auf der Rückseite eigentlich das Frontlicht an? Naja, verstehe ich nicht. Okay. So, wann geht's denn für uns jetzt weiter? Für uns geht's um 10.19 Uhr weiter. Das heißt, wir sind überpünktlich in Pegnitz angekommen. Ja. Hier steht der Zugteil. Der ist jetzt hier oder wurde der bereitgestellt? Das verstehe ich jetzt nicht. Wieso hat denn auf beiden Seiten das Spitzenlicht an? Oder wird er hier auch getrennt? Der fährt nach Nürnberg. Also der fährt nach Nürnberg, so. Okay, bitte kuppeln Sie die beiden hinteren Einheiten von Ihrem Zug ab. Da diese nach Hof fahren werden, fahren Sie anschließend weiter nach Schnabelweit. So, jetzt wollte ich aber ja noch einen Screenshot machen. Und dann machen wir das, was die uns gesagt haben. Gut. So, also Zugteile abkuppeln mache ich mir aber relativ einfach. Kupplungsmenü. Und zwar die hinteren vier, das ist hier. So, und damit haben wir das richtig gemacht. Und jetzt fährt aber der Gegenzug auf dem Gegengleis ab. Okay, so, das heißt für uns, wir lösen die Bremse. Ja, das ist der Zug auf dem Gegengleis, der, oder? Was ist denn mit unserem Zug jetzt los? Ja, war also jetzt hier ein bisschen stressig in Pegnitz. Sound von dem Fahrzeug an, der ist echt gelungen. Der ist wirklich gelungen. Also ist einer der Dieseltriebwagen hier in Schwenn-Simulator, der wirklich den besten Sound hat. Achso, da ist direkt, hat sich der Zug jetzt aktiviert. Das ist halt der Kollege. Wir aber mal ein bisschen beschleunigen. So, wann sollen wir in Schnabelweit sein? 7 Kilometer noch, das ist jetzt nicht so weit. Und wir sollen da sein in 6 Minuten. Muss man mal gucken, werden wir ein bisschen hier Gas geben. Jetzt echt in Pegnitz ein bisschen gedrödelt. Also, aber ihr seht, das System halt klappt ohne Problem. Bin sehr gespannt, ich muss die Szenarien nochmal durchschauen. Ob es dort auch einen Halt gibt, wo wir uns an einen anderen Zugteil dran kuppeln. Das ist ja grundsätzlich auch möglich im Train Simulator. Da musst du halt nur eben der Tab-Taste, also Erlaubnis für Fahrdienst da drunter, damit du da in diesen Block reinfahren darfst, wo der Zug steht. Aber grundsätzlich ist das auch möglich. Das ist eigentlich, was diesen ganzen Szenario-Editor oder allgemein den Editor vom Train Simulator angeht, da ist ja technisch gesehen jede Menge möglich. Muss man jetzt auch mal dazu sagen. Da ist jede Menge möglich in diesem Spiel. Alleine, was man in den Szenarien alles machen kann, eine eigene Szenerie gestalten zum Beispiel, das lässt sich einrichten ohne Probleme. Oder, also da ist wirklich jede Menge möglich. Ich mache nebenbei noch Screenshots, ich hoffe, das stört euch nicht. Bin nur überrascht, wie wenig hier uns die PZB heute stresst. Aber wir wollen mal noch nicht den Tag vor dem Abend loben. Weil wir einfach Geschwindigkeiten fahren, die immer so leicht über den PZB-Geschwindigkeiten liegen. Na komm, ein bisschen Schwung kannst du noch geben. Mal geht's wieder bergauf. So.
Ja, wo waren wir stehen geblieben? Also, Train Simulator Classic, der entwickelt sich weiter und es gibt eine, also soll noch weiterentwickelt werden, eben so, dass er auch mit aktuellen PC-Systemen die Kapazitäten aktueller PCs eben auch ausnutzen kann, sofern diese vorhanden sind. Finde ich eine schöne Idee. Es gibt eine unglaubliche Anzahl an DLCs, eben wie gesagt auch von Drittentwicklern. Das ist ja der Vorteil dieses offenen Konzeptes, dass eben Drittentwickler dafür auch Content erstellen können. Das ist ja ein Transim-World, Train Simulator 3 zum Beispiel ist das ja so eine weitere ist nicht möglich, sondern nur eben zusammen mit Entwickler Dovetail Games, weil es da einfach kein offenes Konzept gibt und soweit ich weiß auch keine Content-Freigaben oder sowas, dass man, dass da halt gewisse Container freigegeben werden und dann eben entsprechend Drittentwickler entwickeln können. Das ist ja noch nicht so weit, dieses Spiel. Aber vielleicht kommt da noch was, aber ich stelle mir das ja schwierig vor. Im Gegensatz der Train Simulator, hier kann ja jeder ran, der Bock hat auf Strecke bauen und sich da mal ausprobieren. Es gibt ja, ist ja nicht nur, dass die Editoren dafür da sind, sondern es gibt ja auch die Möglichkeiten, selbst erstellte Objekte hier in das Spiel zu implementieren, selbst erstellte Inhalte. Da sind ja zum Teil die Programme wie der Blueprint Editor, sind ja alle schon dabei. Es ist ja alles schon da. Also wird kostenlos mitgeliefert. Also und das ist ja schon so. Die 3D-Programme und so für die Objekte, die muss man sich natürlich da selbst organisieren. Da gibt es aber auch kostenlose Varianten zum Teil, zum anderen Teil aber auch kostenpflichtige. Ihr wisst ja, ich habe es einigen erzählt, dass ich da zeitweise auch mal so ein bisschen in der Payware-Entwicklung mit dabei war, vorrangig im Szenariobau, aber später dann auch im Objektbau, bevor das dann hier mit YouTube richtig losging. Und von daher kann ich nur sagen, das Spiel hat deutlich Potenzial und wenn das wirklich Dovetail Games gelingt, dass das Spiel so weit verändert und entwickelt werden kann, dass sogar aktuelle PC-Systeme wirklich unterstützt werden können, dann hat das Spiel eine sehr, sehr große Zukunft vor sich. Also da kann ein Train Sim World 3 meiner Meinung nach, ist ein grafisch wunderschönes Spiel, es macht auch riesig Spaß, das zu spielen, gar keine Frage, aber dieses Spiel kann da meiner Meinung nach erst richtig mithalten, wenn es auch dort die Möglichkeit gibt, für dritte Content zu erstellen, was eben, ja, aber das ist, wie gesagt, das ist nur meine persönliche Meinung zu der ganzen Sache. So, wieso ist denn jetzt hier 80, die war ja nicht mal vorquittiert, also ich habe nicht mal eine Zwangsbremsung gekriegt. Das ist echt alles manchmal ein bisschen komisch hier in diesem Spiel. Das erinnert mich jetzt echt mit der Geschwindigkeit wirklich an Schwänzen. Das erinnert mich echt an TSW jetzt hier. Und wir bremsen uns schon wieder. Zumindest teilweise. Schon den Sandsteuer an. Aber Notbremse mag ich nicht ziehen. Das ist immer so schwer, den Zug dann wieder im Gang zu kriegen. Ja, also mit Bremsen, ihr seht, da gibt es auf jeden Fall noch Nachholbedarf mit dem Fahrzeug, aus meiner persönlichen Sicht. Ihr seht's. Gott, oh Gott, oh Gott, oh. Wir fahren doch so weit raus. Geht da noch die Tür auf? Ja, im letzten Zugteil. Also, naja. Man muss viel früher anfangen. Aber die 80 habe ich jetzt echt nicht gesehen. Müsste man sich das, die Wiederholung nochmal anschauen. So, naja. Und hier stehen wir schon auf dem Abzweig, den wir jetzt gleich befahren werden, der hier in Richtung Bayreuth geht. Also, ja, vielleicht wirklich mal weniger reden und mehr konzentrieren, ich weiß es nicht. Naja. Können wir jetzt nicht mehr ändern. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Naja. So, wann soll es denn hier weitergehen? 27. Und dann halten wir noch in Kreußen und dann schließlich in Bayreuth. Also, jetzt ist ja nur noch dieser eingleisige Abzweig, der jetzt hier nach Bayreuth führt. Der Rest der Strecke führt hier nach Hof. Vielleicht überholt uns der andere Zug noch. Kann das sein? Ich weiß es nicht. So, also hier hätten wir lange halten müssen hier vorne. Das wäre ein Ding, wenn der uns jetzt noch überholt. Wisst ihr, den wir abgehängt haben, unseren Zugteil. So. Also. Mal gucken. Eine Minute haben wir noch Wartezeit. Was natürlich ein kleiner Nachteil vom Train Simulator ist, wir sind natürlich hier, wie das bei den älteren Simulatoren so war, an den Zug gebunden. Also wir können ja nicht aufstehen und aussteigen. Wir können zwar per Kamera die Welt um uns herum erkunden, das geht schon, aber wir können jetzt hier nicht selber aussteigen. Oh Mann, also mich ärgert das gerade, diese Verbremserei. Das ist ja jetzt, glaube ich, der dritte Bahnhof, aber zwei Chancen haben wir noch, es richtig zu machen. Zwei Chancen gibt's noch. So, na dun, also machen wir uns
Abfahrbereit. Ja, armen Fahrgäste dürften das auch sehr unangenehm gehabt haben mit der Vollbremsung. So, wir lösen die Bremse. Türen sind zu. Dann kann die Reise weitergehen. Kommt jetzt wirklich der andere Zug hier, oder? Das klingt gerade so. Nee, da kommt nicht. Okay. Richtig Vollgas, also habe ich selber schon erlebt in solchen Zügen, wenn die so anfahren, das dauert, die sind ja auch relativ schwer, das dauert dann natürlich immer so ein bisschen, bis die dann auf Tempo kommen. Also, nächste Station Kreußen. Eigentlich natürlich ein bisschen schade, dass wir hier nicht das Dreieck haben, das man so befahren kann. Also von Bayreuth gibt es ja zwei Zufahrtsstrecken von dieser Strecke. Einmal hier von Kirch an Laibach und einmal von hier von Schnabelweid aus, aber klar, der nördliche Teil hätte jetzt hier keinen großen Sinn gemacht. So. Und jetzt fahren wir eingleisig. Ich glaube, wir fahren sogar bis Bayreuth eingleisig durch. Achso, hier geht's bergab. Okay. Ja, liebe Sifa, dankeschön. Und dann müssen wir schon wieder in die Eisen gehen. Ja, also, so viele Minuspunkte habe ich lange nicht mehr gut in dem Spiel, muss ich echt sagen. Aber das ist halt einfach eigenes Missgeschick. 3 Kilometer sind es noch. Sehr großes positiver Pluspunkt muss ich hier dem Fahrplan geben, der wirklich sehr gut einzuhalten ist. Das ist nicht in jedem Szenario so. Also die Fahrzeiten sind wirklich so sehr kulant gestaltet, dass man jetzt nicht immer eben eigentlich, wie ich das gemacht habe, auf den letzten Drücker anbremsen muss, sondern da wirklich eigentlich sich da Zeit lassen kann. So, hier sehen wir auch nochmal die Neigetechnik, wie sie sich hier neigt. Na, geh, leg dich doch an, liebe Bremse. Ah, ich hab's heute nicht. Ja, das war jetzt ein Tastenproblem meinerseits. Weil ich jetzt gerade mal wieder mit den Gedanken im Train Sim World 3 gewesen bin. So, und da ist nämlich die Taste zum Bremsen lösen eine andere. Beim Train Simulator ist das Ü und beim TSW, da ist das nämlich Ö. Also Ü wie, ja. Ü wie über und Ö wie Ökonom. Und das hat halt hier, ja, haben wir wieder ein paar Sekunden verloren. So, Kreußen werden wir gleich erreichen. Das ist auch wieder ein TSW-Problemchen, was wir hier hatten. So, springen wir rein in den Zug. Nicht, dass wir ja noch irgendwie... Okay, zeigt einfach dann. So, jetzt fangen wir jetzt schon an zu bremsen. Dass wir uns hier nicht schon wieder versemmeln. Wie gesagt, Zeit haben wir genug. Wir sollen das in 2 Minuten am Bahnsteig stehen. Einfahrsignal zeigt aber alles Fahrt. Da müssen wir auch nichts quittieren. Ja, ich schätze so ein bisschen die Bremse. Wie ist so eure Meinung zur Bremsleistung von dem Zug? Also ich finde es jetzt nicht unmöglich. Aber muss ich ein bisschen dran gewöhnen. Aber ich sag mal, ist jetzt nicht negativ oder so. Ist halt auch ein sehr, sehr schwerer Zug. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass die 612, also ich persönlich mag den Zug sehr. Bin gerne mit dem als Fahrgast mitgefahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde es halt sehr, sehr schade, dass die immer, eigentlich immer weiter zurückgezogen wurden. Aber das hat, soweit ich da es weiß, eben wohl auch kostentechnische Gründe, dass der Betrieb dieser Züge wohl einfach relativ teuer ist, weil die viel Sprit fressen. Und ein großer Nachteil an den Zügen ist natürlich, der Einstieg ist halt nicht barrierefrei, muss man dazu sagen. Also wenn da jetzt wirklich jemand mit einem Rollstuhl zum Beispiel zusteigen möchte, das geht ohne externe Hilfe gar nicht. Du hast ja da jetzt nicht so einen ebenerdigen Eingang, wie das in diesen neueren Triebwagen ist. Das ist halt natürlich ein großer Nachteil. So, jetzt steht zumindest der komplette Zug mal am Bahnsteig. Und jetzt ist die entscheidende Frage. Wo steht Teil 1 des Zuges mit den Türen? Wo steht der genau? Und die Tür steht natürlich wieder über dem Bahnsteig hinaus, aber macht nichts. Hier können die Leute trotzdem überall einsteigen. Naja. Aber es wird. Es wird schon. Es ist ein bisschen besser als bei den anderen beiden Stationen. Es wird. Ja, aber es ist, der Zug ist... Guckt euch den mal an. Der ist richtig hübsch.
Hier sehen wir das Bahnhofsgebäude von Kreuz. Das, was man so sieht, ne, so alte, stillgelegte, oder es sind eigentlich nur noch Haltepunkte. Ich glaube, in die Richtung geht es gar nicht. Halten da noch Züge? Ich weiß es nicht. So verwachsene Bahnsteige und sowas, das ist schon schön gemacht. So, 33 geht's erst weiter. Gut, 33 geht's weiter, okay. Ja, man kann die Taste 8 gehen, da kannst du, egal wo du bist, sofort den Zug verlassen. Das ist das Bahnhofsgebäude. Ich glaube, südwärts hält doch hier unten halten die Züge südwärts. So, Kreuzen in Oberfranken, ja, doch stimmt das ja mit Oberfranken. So, wir warten auch zwei Leute schon auf den Gegenzug in Richtung Nürnberg. Ich glaube, Kreuzen wird pro Richtung nur alle 2 Stunden bedient. So. Dann sind wir abfahrbereit. Und ja. So. Ja. So, dann lösen wir die Bremse und setzen uns in Bewegung auf dem letzten Abschnitt. Und das sind dann doch nochmal 12 Kilometer bis nach Bayreuth. Ich glaube, kam da nicht noch so eine andere Bahn, so ein Bodenreuth oder sowas? Ne, das war, glaube ich, die andere Strecke. So. Der Sound ist wirklich, das ist einer der Dieseltriebzüge, die den besten Sound hier mit haben im Train Simulator, muss man echt sagen. Ist echt, klingt fast schon aus, gerade der Außensound klingt auch fast schon besser als in, ja, der klingt genauso gut wie in TSW 3. So, 100 ist da vorne. Die Frage ist, lohnt sich das, den jetzt hier nur auf 110 hochzudrücken? Na, weiß ich. Ja, wahrscheinlich eher nicht. So. Ja, hier wird schon die 100 vorsignalisiert. Da lassen wir den mal gemütlich rollen. Der geht jetzt eh gleich wieder bergab. So, dann sollen wir in Bayreuth sein. In, oh, das ist ein bisschen enge bemessen hier. Na gut, 8 Minuten. Ja, kann man eigentlich schaffen. Ja, besonders der 612 ist natürlich auch, dass dort nach wie vor, glaube ich, die Zugdurchsagen vom Zugbegleitpersonal gemacht werden. Also ich glaube, ich habe da noch nie irgendwie automatische Ansagen gehört in dem Fahrzeug. Wäre auch die Frage, wie man die einstellt, weil die Fahrzeuge sind ja auch im Fahrgastraum. Wenn da, man da in dem Teil sitzt, wo der Motor an ist, da sind die ja auch ziemlich laut. Aber wie gesagt, finde es echt ein bisschen schade, dass die... dass diese Fahrzeuge Weingraben, dass diese Fahrzeuge eben leider langfristig wirklich fast überall so, also gerade im Osten Deutschlands, na gut, im Raum Thüringen sind sie, glaube ich, noch unterwegs, aber sie waren in Ostsachsen, hat man die Fahrzeuge viel gesehen. Dann zwischen Halle und Hannover ist auch so eine Verbindung, die ich persönlich sehr vermisse. Konntest du ja damals wirklich durchfahren mit der 612 über Halberstadt, Wernigerode, Bad Harzburg. War es eine sehr schöne Verbindung. Dann wurde die ja irgendwann mal eingekürzt, dass die nur noch bis Goslar ging. War aber auch noch okay, weil du dann Anschluss gehabt hast in Richtung Hannover, weil dieser Abschnitt dann von einer Privatbahn übernommen wurde. Und dann hat man ein oder zwei Jahre später diesen Regionalexpress dann gänzlich ersetzt. So, hier will er nicht quittiert werden. Soll mir auch recht sein. Dann hat man das Ganze gänzlich ersetzt. Diesen Abschnitt zwischen... also... es gibt dort zwar noch einen Express, aber der ist langsamer, weil das dann eben kein 612 mehr ist, sondern ebenfalls eine Privatbahn, die jetzt diese Leistungen hat. Und da war es vorbei mit der schönen langen Reisezeit. Oder kurzen Reisezeit, ist, obwohl es ein Regionalzug war, glaube ich, über die komplette Strecke 3 Stunden sowas. Und heute dauert es länger. Heute sind auch die Anschlüsse dadurch, dass der ja früher von Halle wegfährt, die Anschlüsse von Leipzig dann relativ schlecht. Also sehr, sehr eng. Es ist zwar dasselbe Gleis, aber trotzdem sehr eng. So, dann geht's gleich wieder auf 110. Immer noch 8 Kilometer zu fahren. Weingramer, ich glaube, der Bahnhof ist wirklich nicht mehr in Betrieb.
Aber man merkte wirklich, dass du hier und da. Also man hat, also diese Gegend hat man auch hier wunderschön dargestellt. Muss man echt sagen. So, was zeigt uns das Signal denn an? Ich dachte, das ist die Gegenrichtung, okay. So, gerade noch rechtzeitig runtergebremst. Jetzt mache ich die Beschleunigung hier noch an, die brauchen wir doch gar nicht mehr. Wenn es jetzt hier so steil bergab geht. Habe ich aber auch so in Erinnerung, dass das immer so relativ steil auf oder bergab geht, wenn man Richtung Bayreuth reinkommt. So. Das kann man von mir aus rollen, dass man bis auf die 110 gekommen ist. Ja, wann sollen wir ankommen? In gut 5 Minuten, 6 Kilometer. Das sollte möglich sein. Sollte jetzt nicht so, so von der Zeit her. Naja, nein, finde ich eigentlich Schwachsinn, bergab zu beschleunigen. Ich glaube, das darf man doch gar nicht. Oh, nicht ohne so weiter. Yes. Ja, aber auf jeden Fall sehr schönes Fahrzeug. Mir persönlich gefällt auch diese Strecke sehr schön. Hier unterqueren wir, glaube ich, das ist die A9. Das müsste doch die A9 gewesen sein, die auch an Bayreuth vorbeiführt. Ja. A9 verbindet ja ebenfalls Bayreuth mit Nürnberg, wobei die A9 direkt, naja, an Nürnberg vorbeiführt. Also wenn man da in die Stadt will, hat man noch ein kleines Stück zu fahren. Und ihr seht, der Zug kommt auch so auf seine 110, wenn wir den hier den Berg runterrollen lassen. Das hat schon was. So. Gut. Dann also haben wir es gleich geschafft. Drei Kilometer noch. Ja, gibt natürlich ganz bekannte Veranstaltungen, die in Bayreuth stattfinden. Bayreuther Festspiele, Filmfestspiele sind das also auch eine bekannte Stadt bundesweit. Ja, und ihr könnt ja mal schreiben, welche Dieselstrecken ihr euch noch so für Transim, für den Transimulator wünscht. Oder mögt ihr lieber elektrische Strecken? Also ich muss sagen, so diese Strecke, ja, das ist halt mal, es kommen ja nicht mehr so viele deutsche Strecken, das ist mal was komplett anderes, ne? Sonst hatten wir immer von Dovetail Games so Hauptstrecke, also die letzte war ja, wie gesagt, Leipzig-Dresden, Hauptstrecke, ICE, elektrische Züge, S-Bahn, und hier ist es halt mal was ganz anderes, ja, Regionalzüge, so gemütlich jede Stunde, Dieselstrecke, hier sitzt teilweise eingleisig, das ist halt mal was anderes, so. Oh ja, wir müssen mal quittieren und runterbremsen. Yay. Yay, 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 yay. Mal gucken, ob er das packt gleich auf Anhieb. Was haben wir eigentlich von der Einfahrgeschwindigkeit? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe jetzt mal auf 60 runter. Wenn wir so eine Einfahrgeschwindigkeit haben, dann haben wir ja mindestens 60, wenn nicht sogar 40. Aber das ist das erste Mal seit Nürnberg, dass wir quittieren müssen. Habt ihr das, ja, habt das mit aufgepasst? Das müsste das erste Mal sein. So, gehen wir auf 40 runter. Oh Gott, das schaffen wir aber nicht mehr hier. Keine Ahnung. Okay, dann lassen wir den mal hier rollen. Ich hoffe, dass das mit der 40 jetzt hier stimmt. Also niedriger ist es auf gar keinen Fall, aber es könnte höher sein. Ne, 60, da oben war eine 6. So, 60 war. Also da vorne, ich habe da oben eine 6 gesehen. Naja, wir müssen in der Minute auf jeden Fall. Na, 20, wer gibt denn da nur 20 Sekunden? Das ist natürlich schwierig.
So. Na trotzdem, Einfahrt in Nürnberg. Ich hoffe, das zählt dann alles hier noch als pünktlich. So, hier ist da auch irgendwo ein platziertes Signal. Einfahrt in Bayreuth natürlich, nicht Nürnberg. Einfahrt in Bayreuth. So, zählst du noch als getierpflichtig? Nein. Ich weiß nicht, wie das Ausfahrsignal aussieht. Von daher werde ich mich jetzt mal nicht befreien. Oh, das zeigt... Doch, das zeigt Fahrt an. Deswegen können wir uns doch befreien. So, Bayreuth. Und hier schaffen wir es doch tatsächlich mal, den Zug so wahrscheinlich am Bahnsteig zum Stehen zu bringen, wie das Ganze auch sein soll. So. Und wir erreichen Bayreuth gerade noch auf die Sekunde pünktlich. 2 Sekunden später und das wäre wahrscheinlich negativ gewertet worden. Ich weiß es nicht. So. Na dann, haben wir Bayreuth dann doch noch irgendwie erreicht. Fragt nicht wie. Ihr wisst, ich mache halt immer ganz gerne Screenshots von dem Ganzen hier, von unseren Erlebnissen, die ihr wahrscheinlich eventuell auf YouTube auch mal wieder seht, als Thumbnail. Oder vielleicht mal, ich bin am überlegen, ob auf Insta da mal so eine Serie von Spielebildern zu machen oder so, falls das jemand von euch interessiert. So, ansonsten können wir uns ja mal ein bisschen hier in Bayreuth umschauen. Das Bahnhofsgebäude. Schließfächer oder Postfächer, keine Ahnung. Drüben Abstellgleise, dann hier ist ja Bayreuth ist ja wie so ein kleiner Knotenpunkt für den Regionalverkehr. So, gut gemacht, Lokführer. Wir sind pünktlich angekommen und haben dafür gesorgt, dass die Fahrgäste ihre Anschlüsse rechtzeitig erreichen. Na, einige Fahrgäste haben einen Umweg genommen. Ziel erreicht. Wir gucken in die Auswertung. Ich bin sehr gespannt. Wir holen Bronze und damit bin ich absolut zufrieden. Wir haben viel Geschwindigkeiten überschritten. Ansonsten wäre hier locker mehr möglich gewesen. So. Ja, und damit möchte ich mich bei euch bedanken fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Fahrt hat euch gefallen. Schreibt mir eure Meinung zur Strecke Nürnberg-Bayreuth in die Kommentare. Habt ihr euch die Strecke gekauft? Gefällt sie euch? Und wie gefällt euch die Baureihe 612? Also ich finde, es ist von Seiten Dovetail Games einer der besten Züge, die es hier jemals für den Train Simulator gegeben hat. Geiler Sound, Fahrverhalten ist völlig in Ordnung. Ja, ich danke euch bis hierhin fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder am Start seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix der Weise.